Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin heute im Friedrichsgrund unterwegs. Da die Filmaufnahmen nicht gut geworden sind, die sind viel zu dunkel geworden, habe ich nur den Ton verwendet und als Podcast-Folge dennoch verwendet. Die Freude beim Zuhören und auch bei den Naturaufnahmen. Dein kleines Nothilfeprogramm für jeden Tag. Das Wichtigste: Bewerte nichts und halte alles neutral. Und werte dich auch nicht ab und werte auch andere nicht ab. Das Wichtigste ist, nichts bewerten. Du bist neutral und die anderen sind neutral. Das ist zunächst wie ein Ausgangspunkt für dich. Das ist das Beste. Und wenn du merkst, dass du dich abwertest, dann das Ganze sofort stoppen. Das ist eine Übungssache, aber das ist ganz wichtig. Es ist für dich wichtig und du strahlst es auch nach außen hin aus. Das Zweite ist ganz bewusst für die Leichtigkeit entscheiden. Das Dritte ist eine gestreckte Haltung. Diese gekrümmte Haltung bedeutet ja Angst und geduckt sein. Und wenn es einem nicht gut geht, dann ist man auch so geduckt. Und das ist diese Körper-Geist-Mitteilung, also diese Wechselwirkung zwischen Körper und Geist. Ne? Also die Haltung bewirkt auf den Geist und auf das Gehirn die Mitteilung, es ist nicht so gut, es droht möglicherweise Gefahr. Während wenn diese gestreckte Haltung, wenn man die gestreckte Haltung einnimmt, dann ist eine gewisse Sicherheit da. Das strahlst du auch nach außen hinaus und bist nicht so leicht angreifbar. Aber auch für dich, für deinen Körper selber ist das wichtig. Du gibst die Mitteilung an dein Gehirn, es ist alles gut, es ist alles normal, es droht keine Gefahr und mir geht es gut. Genauso ist es, wenn du lachst, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, signalisiert es dem Gehirn auch, dass alles in Ordnung ist. Ja, also das ist die Wechselwirkung vom Körper zum Geist. Andererseits ist es, wenn der Geist, also durch eine Information Angst bekommt, durch Nachrichten und dergleichen, bewirkt das dann auf den Körper diese Haltung, diese geduckte Haltung oder diese ängstliche Haltung und diese Verkrampfung. Und die Angst und enge Verkrampfung, das ist nicht gut. Ne? Das fördert auch wieder Schmerzen und Symptome. Und deswegen versuche diese gestreckte Haltung und es wirkt auch Magenkrämpfen entgegen. Ich habe das jetzt selber schon bei mir auch mal immer wieder gespürt. Und man vergisst es ganz leicht, das aber zu beachten. Und das ist aber wichtig. Das ist so wichtig, deswegen habe ich das hier auch mit als unbedingt zu beachtenden Punkt mit dir näher bringen wollen. Dann auch das bewusste Atmen, tief atmen, wenn möglichst an der frischen Luft. Bewusst für Leichtigkeit entscheiden. Es muss nicht alles nur mit Kraftanstrengungen funktionieren. Entscheide dich bewusst für Leichtigkeit in deinem Leben. Schein und Sein sind auch zwei verschiedene Dinge. Beachte das im Leben. Beachte das im Alltag und überprüfe das mal. Prüfe das auch mal bei Menschen um dich herum. Schein und Sein sind manchmal sehr unterschiedlich. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gerne meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.